Lieben, das habe ich mir überlegt, ich habe so viel von diesen Kugeln rumzuliegen. Ich mache mal einen Schneemann. Ganz simpel, einen Schneemann. Eine Kugel hat schon beglitzert. Die ist riesig, riesig. Ihr braucht dafür einfach nur so ein bisschen Kleber. Jedoch Haarlack haftet auch. Ich habe hier so einen Sprühkleber. Dann braucht ihr einfach bloß ein bisschen Glitzer, was ihr da habt, an Pailletten oder sonst jetzt. Nachher noch ein paar kleine Plasteräuglein. Eine Möhre, die könnt ihr euch auch selber machen. So. Nicht viel. So, dann sprüht ihr eure Kugeln ein. Mit Sprühkleber natürlich. Macht sich für mich am besten. Für eure Serviettenkleber oder alles, was ihr da habt. Hauptsache klebt. Und dann geht's los mit dem Beglimmern. Wir stehen doch alle auf Glitzer hier. Das macht er mit allen drei Kugeln. Die habt ihr auch gut im Set zu kaufen. Also, ich kauf die immer, wenn ich sehe. Styropor-Sachen. Man kann die ja immer mal brauchen, wa? So, und dann stellt er sie hin zum Trocknen, wenn ihr so viel Glitzer drauf habt, wie ihr mögt. Mhm. So, und wenn ihr die schön beglitzert habt, ihr habt ja hier da drinne, dann steckt er die ganz einfach zusammen mit euren Schaschlikspieß. Sucht euch die schönste Seite aus. So. Zwei Kugeln haben wir schon. Wie gesagt, ihr könnt die ganz klassisch anmalen. Ihr müsst die beglitzern und beglimmern, also. Zu guter Letzt kommt die dritte Kugel ran. Ja. Drei haben wir schon mal. So, und um unser Schneemann zum Stehen zu bringen, nimmt er einfach einen kleinen Styroporkranz. Den beglimmern wir auch noch ein bisschen. Ich habe hier so viel Glitzer auf dem Tisch, das reicht dafür. Einfach genau wie den, wie Kugeln. Glitzern. Die kommen raus hier. So, um die untere Kugel da drauf ein bisschen zu fixieren, mache ich hier einfach ein bisschen Sprühkleber drauf. Nein, ihr Glimmer! Sieht. So, welche Größe wir schon sind. So, ich habe mir überlegt, der Schneemann muss ja auch einen Kopf haben. Da ich jetzt keinen Bock hatte, einen Zylinder oder was zu basteln, habe ich einfach eine Socke genommen, oben zu ihr bunden. Fertig bin ich. Und die ist natürlich auch noch in meiner Farbe, was ja nochmal völlig genial ist, oder? So. Der jetzt über euren Schneemann drüber hoch, immer abrutschen dürfen wir.
Hätte vielleicht vom Gatten eine Socke nehmen sollen, ne? Die wäre passender gewesen. Aber die wäre natürlich nicht in Pink. Und das wäre dann auch wieder Mist. So. So ein bisschen zurechtziehen könnte sie ja nachher immer noch. Je nachdem, wie ihr das haben wollt. Haben wir schon mal ein Mützchen drauf. So. Und dann gucken wir mal, wie wir die Äuglein. Mach die erstmal, ich setze die erstmal so ran. Ungefähr sehe. So. Ja. Genau. Passt. Die setze ich jetzt ganz einfach mit ein bisschen Heißkleber ran, mal. Muss ja alles verwertet werden, oder? Hat so viel Bastelkram rumzuliegen. Man denkt sich immer, ach, das könnte ich gerne davon machen und das könnte ich gerne davon machen. So. Schön festdrücken. Wenn der liebste Morgen, wir haben schon um 4 Uhr morgen, wenn der in der Küche kommt und meine Küchendeko sieht. Ja, der denkt, jetzt ist es soweit. Ich finde den süß. Wie gesagt, ich habe so eine kleine Lichterkette da noch rumgemacht. So eine LED-Korkenlichterkette. Einfach zwei Zweige noch als Armring gesteckt. Und schick ist er. Das ist doch mal eine Winterdeko, oder? Mhm. Damit er den morgen früh gleich als erstes entdeckt. Gibt mal Heiko auf seinen Kaffeeautomaten gestellt. Da muss er durch. Ganz schnell, ganz einfach gemacht. Einfach drei Styroporkugeln aufeinander gesteckt. Ein paar Äuglein ran. Eine Möhre als Nase, ein paar Zweige und ein bisschen eine Socke auf den Kopf. Fertig ist er. Habt einen wunderschönen Sonntag. Schaut dann übrigens unbeleuchtet aus. Hochsüß, oder?